Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute stelle ich euch meine große Liebe vor, aber das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein sensibles Thema. Deswegen, es fällt mir voll schwer, darüber zu reden. Ich habe schon gestern angefangen, irgendwie Aufnahmen zu machen. Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Also, wie gesagt, ist ein schwieriges Thema, aber ich möchte das gerne mit euch teilen. Und um das zu machen, muss ich auch ein bisschen von meiner Vergangenheit erzählen, weil sonst versteht ihr das Ganze irgendwie nicht. Also, als erstes möchte ich auf jeden Fall meine Familie und meinen Freunden danken, die mir stets zur Seite standen und einfach da waren. Ich weiß euch alle zu schätzen, ich küsse eure Herzen, Liebe ist auf jeden Fall da. Es geht auf jeden Fall um meine wunderschöne Tochter Kelani. Und genau, ich hatte halt gesagt, dass ich ein bisschen auf die Vergangenheit eingehen muss, weil in der Vergangenheit hatten ihre Mom und ich es nicht ganz so einfach gehabt und nach unserer Trennung war halt ein Podcast auf meinen Nacken, wo nicht unbedingt schöne Sachen über mich erzählt wurden und ich wollte einfach nur klarstellen, dass es erstens immer zwei Seiten gibt der Geschichte und ich bin halt nie öffentlich gegangen mit meiner Geschichte, obwohl in meiner Heimatstadt kamen immer alle auf mich zu und meinten so, ey Joel, du musst auch deine Story erzählen und so. Aber ich habe das halt nie gemacht und ich möchte das jetzt auch nur ganz kurz anschneiden, damit ihr halt irgendwie das versteht. Weil das wäre irgendwie komisch, wenn ich so erzählen würde, so, ey Leute, und das ist übrigens meine Tochter. So, ihr, so diesen Hintergrund müsst ihr einfach so ein bisschen verstehen. Wie gesagt, da wurde halt ein Podcast auf meinen Nacken gemacht, der halt nicht so schön war. Ich weiß nicht, warum das gemacht wurde. Vielleicht war das ein emotionaler Faktor, dass man einfach besser mit der Trennung umgehen kann. Oder es war einfach eine Story, die man verkaufen wollte, die überspitzt erzählt wurde. Und ja, das war auf jeden Fall alles andere als nice. Natürlich habe ich auch viele Sachen auf meinem Herzen, gerade was die Vergangenheit angeht. Aber um den Frieden meiner Tochter zu bewahren, mache ich halt nur die Kurzfassung. Und wie ich schon gesagt habe, ich denke, es ist wichtiger, sich auch manchmal zurückzunehmen. Man muss nicht immer einen Point proven im Leben. Und auf dieser Wave bin ich gerade, weil ja, es geht nicht nur immer um einen selber. Die Zeit war alles andere als einfach für mich. Ich selber habe mich halt so gefühlt, dass ich sehr, sehr wenig übrig hatte. Also ich war müde, ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, und ich bin jetzt einfach auf so einem Punkt, auch wenn ich jetzt die Geschichte ein bisschen erzähle, möchte ich nicht zu tief in die Vergangenheit eingehen und nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Man sollte immer selber ins Spiegel gucken. Und mir ist auf jeden Fall auch bewusst, dass ich damals Fehler gemacht habe in meinem Leben. Ich denke, wie jeder andere Mensch auch. Und wichtig ist es einfach nur, dass man irgendwie daraus lernt. Und auch egal, was man erlebt, ob das was Negatives ist oder was vielleicht für einen jetzt nicht ganz so schön war oder schwierige Zeiten, kommt es immer darauf an, was man auch daraus macht, denke ich. Und alles, was mir widerfährt, das ist für mich einfach eine pure Motivation und das ist mein Motor. Ja, und ich denke halt einfach auch, dass alles einen im Leben irgendwie formt. Ob das was Positives ist oder was Negatives. Das Wichtigste daran sind halt wirklich immer die Entscheidungen, die man trifft, denke ich. Und man kann halt sagen, das und das ist mir widerfahren und deswegen gebe ich jetzt auf mit dem, was ich mache oder sonstiges, oder man nimmt es halt als Motivation. Und wenn ich vielleicht da draußen irgendjemanden erreichen kann, der jetzt gerade nicht so eine einfache Phase seines Lebens hat, möchte ich dir einfach nur sagen, dass das jetzt der Moment ist, das ist nicht langfristig. Und gerade wenn du dich dafür entscheidest, das als Motivation zu nehmen, dann wird da nur Positives daraus entstehen und da bin ich auch der festen Überzeugung von. Aber unabhängig von der Geschichte zwischen der Mom, also der Mutter meines Kindes und mir, muss ich sagen, dass sie einen guten Job macht als Mutter. Sie ist eine gute Mutter, sie ist eine Kämpferin im Leben und da kann ich schon froh sein, dass es da meiner Tochter auch gut geht. Und von uns beiden aus ist das Ziel einfach nur, dass wir beide da natürlich das Beste für unser Kind wollen. Deswegen denke ich, dass da wir an einem sehr guten Punkt sind und dieselben Ziele verfolgen und ja. So, wie gesagt, das war so eine Kurzfassung. Ich will euch auch gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und yes, sir. I will always love you how I do. Let go of a prayer for you. Just a sweet word. The table is prepared for you. Ooh.
Kelani, wir sind drinnen, wir haben es geschafft. Hey, freust du dich? Ja. Endlich, ne? Okay, let's go. Ich kann wieder. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind Gott sei Dank drinnen. Ja, das ist von Madagaskar, ne? Ja, wir sind drinnen. Wir werden einen geilen Tag haben. Gott sei Dank, ja. Guck mal, Kelani, das ist der Esel von Schreck. Findest du den cool? No way! Oh, man! Freunde, ich bin zum ersten Mal quasi alleine hier. Deine Lieblingsfarbe? Ich bin zum ersten Mal allein hier, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich lang gehe. Und jedes Mal, wenn ich mit Dennis und den Kindern und Ellen hier am Start war, wir haben immer trotzdem irgendwie nicht alles gemacht. So. Also es gibt immer irgendwie was Neues. Das heißt, ein paar Sachen werden sogar für mich heute neu sein. Aber ich glaube, ich suche als erstes mal so ein kleines Kinderkarussell für sie. Da wird sie bestimmt Spaß haben. Schatzi, was meinst du eben? Du willst nicht warten? Willst du damit nicht fahren? Ja. So? Aber warten macht nicht so viel Spaß, ne? Schatzi, die haben eben gesagt, das dauert noch 2 Stunden, bis wir rankommen. Das war nur ein Spaß. Selbst bei Kelani. Sie wird nicht ausgelassen. Sie wird auch veräppelt von Joel, vom Papa. Ich will den Lila nennen. Den Lila nennen? Ja. Okay. Kelani, ja. Es geht los jetzt. Ja. Wow, wir können fliegen. Wow. Was sagst du? Nicht nach oben. Nein? Gleich aber, ne? Was? Gleich aber. Dann fliegen wir ganz weit weg. Oh mein Gott, ich bin nicht so hoch. Was ist jetzt hoch? Ja. Hat dir das Spaß gemacht? Ja. Das war cool, ne? Ja. Wie hoch sind wir denn geflogen? Ganz weit oben? Okay, hier ist voll die Schlange. Weil die wollen alle ein Foto mit ihm hier machen, mit den Minions. Aber Kelani hat eh keinen Bock auf die Minions. Also, zum Kino. Zum Kino? Kein Gefährliches. Also, das Kino müsste da vorne sein. Das hier, da war ich schon mal mit den anderen. Ja, ich hoffe, ihr gefällt es. Du hast keinen Bock mehr zu Fuß zu gehen, ne? Ja. So, wir gehen jetzt gerade ins Kino. Und hier ist gar keine Schlange, ey. Wir haben Glück gehabt, Schatz, hier ist keine Schlange. Zack, 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 zack. Den Film kenn ich. Kennst du den Film? Ja. Hey, der mit dem Drachen, ne? Ja. Papa kennt den auch. Oh, hier ist Schreck. Kung Fu Panda. Dragon. Bei mir ist so krass, ne? Ich stehe selber einfach so heftig auf Disney-Filme. Kelani und ich gucken dann ab und zu selber mal zusammen einen Disney-Film, ne? Ab und zu gucken wir mal einen, ne? Ja. Schatzi, wir sind jetzt hier in Hogwarts. Hogwarts bei Harry Potter. Guck mal, da oben ist das Schloss. Da ist Hogwarts. Siehst du das? So, Freunde, wir sind jetzt einfach hier in Springfield bei den Simpsons. Wir wollen erstmal das Essen. Ich war hier schon mal auf jeden Fall, deswegen weiß ich, dass es hier vorne was essen gibt. Doch nicht, warum? Weil ich was Cooles gesehen habe. Sie hat was Cooles gesehen, aber wir müssen erstmal das Essen ein bisschen Energy tanken. Ihr wisst, in meinen Videos gibt es immer was zu essen und es wird gegessen heute. Krusty Burger. Let's do this. Aber es ist auf jeden Fall voll da drin. Komm, wir müssen was essen erstmal. Okay, Freunde, so sieht der ganze Laden aus. Hier vorne ist das Menü. Ja, da kostet so 15, 16 Dollar, glaube ich, das Menü. Für die Universal Studios ist es eigentlich in Ordnung. Hier läuft einfach überall nebenbei die Simpsons. So sieht das Essen aus. Burger mit Pommes, heute ein bisschen ungesund. Kelani hat ihr Wasser eh dabei, sie trinkt Wasser. Hier läuft nebenbei Simpsons. Bon Appetit, guten Appetit, Schatzi. Guten Appetit. Guten Appetit. Frisch. So, wir sind jetzt wieder draußen. Wir haben gut gegessen. Beziehungsweise ich habe gut gegessen. Kelani hat natürlich wieder nur die Hälfte gegessen. Ne? Hast du dein Essen nicht aufgegessen? Mann. Aber dann essen wir später noch ein zweites Mal und dann ist auch gut. Abschicken. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen. Egal. Abschicken. So, ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen, aber voll die coole Aussicht heimlich. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber da hinten sind voll die Berge und so. Hey, hast du Spaß heute? Ja. Hast du? Bisschen?
Oder ein bisschen mehr als das? Ja? Papa liebt dich, Schatzi. I love you. I love you more. So, Freunde, Kelani wollte sich jetzt hier den Dinosaurier angucken. Oh, sieht der gefährlich aus. You can hear the intensity to those vocalizations. Wow. Happy birthday, sir. I love how he's... Hey! So, Freunde, hier gibt es jetzt Eis. Kelani will unbedingt Eis essen. Willst du unbedingt Eis essen, ne? Kein Popcorn? Okay. Oh, du fährst gleich runter. Ja, wir holen für Kelani jetzt Ice Cream und dann gehen wir nach oben wieder, weil hier ist nicht so viel zu tun für Kinder. Ich springe dir gerade auf meinen Rücken rum, ey. Ey, was machst du da? Was machst du da? Ey, du fährst gleich runter, Mann. Ha? Musst du gerade halten, sonst fällt es runter, Schatzi. So, Kelani und ich haben jetzt unser Eis. Wir sind wieder voll gesaut, ne? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Guten Appetit, Schatzi. Musst du gerade halten, sonst fällt es runter, Schatzi. So, wir haben jetzt mein Eis geteilt. Jetzt ist er auch wieder happy. Zack. Aber was sagst du, Schatzi? Das mit dem Wasser war das Beste. Ja? So, die Sonne geht langsam unter. Wir holen jetzt noch einen Luftballon für Kelani. Und dann gehen wir direkt. Was? Dann gehen wir direkt? Ja. Okay. So, Freunde, wir haben jetzt für Kelani noch einen Luftballon geholt. Bist du happy? Der fliegt jetzt irgendwo hier oben rum. Wir schnappen jetzt einen Uber und ab nach Hause. Du wolltest mit Junior noch ein bisschen spielen, ne? Ja. Ja. So, hier ist jetzt der Ausgang. Sieht mega cool aus. Also das ist einfach LA-Vibe mit den Palmen und so, immer rechts und links. Was zeigen? Zeig mal was. Dein Luftballon? So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An der Stelle würde ich eigentlich sagen, lasst ein Like da. Aber an der Stelle, das Video war eigentlich für meine Tochter. Und wenn du das Video irgendwann siehst, Kelani, ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass du da draußen einen Dad hast, der dich über alles liebt. Das sage ich dir auch jedes Mal, wenn ich dich sehe. I love you und Peace.